Na gut, da müsst ihr mir jetzt kurz helfen, was der Rostoramboros für eine Schwäche hat. Ich gehe mal davon aus, Eis. Weil Wüste und sowas, aber ich weiß nicht, oder... Na, Wasser eigentlich nicht. Ja, Wasser eigentlich nicht und er hat eine Wasserschwäche. Okay, gut. Vielleicht wegen dem Rost dann, keine Ahnung. Aber normalerweise haben ja die Wüstenmonster, dachte ich zumindest, immer eine Eisschwäche. Wassereis? Nein, kein Wassereis. So, dann... Ja, doch, stimmt. Wasser passt aber eigentlich, weil ich meine Wasserwaffe ja aufwerten konnte. Die macht jetzt schön viel mehr Schaden. Und hat eine sehr schöne blaue Schwäche. Ja, blaue Schärfe, eine blaue Schwäche, was... Ich bin gerade irgendwie noch ein bisschen unkonzentriert. Muss erst wieder reinkommen. So, dann können wir gleich die Quest annehmen. Zack. Schön, und damit sind wir schon halb durch die zweite oder dritte Seite. Keine Ahnung, da kommt ja nicht mehr allzu viel. Das heißt, heute sollten wir auf jeden Fall die dringende Quest freischalten. Ich wüsste zumindest nicht, was uns aufhalten könnte. Außer wenn jetzt nochmal zwei Seiten neu kommen. Doppelkling. Ich bin immer gespannt, was ihr da so dabei habt. Ach, die Eis- und Feuersachen. Ja, gut. Ich finde es immer noch ein bisschen komisch, weil Eis und Feuer zwei Elemente sind, die nicht wirklich zusammenpassen. Weil man damit kein Monster doppelt gut trifft, sondern immer das eine so ein bisschen verschwendet ist. Nehmen wir den... Ja, nehmen wir den Erheber. Gut, gegen den normalen Duramboros wäre Eis und Feuer wär's in Ordnung. Aber toll, danke für den Gutschein. Aber für sonst würde mir gerade nicht unbedingt ein Monster einfallen, wo Eis und Feuer wirklich passt. Vielleicht beim Kurupeko oder sowas. Also es gibt gewisse Monster, wo es passt, aber bloß sehr wenige Kombinationen. Da bleibe ich doch dann eher, oder würde ich eher auf dem einzelnen Effekt bleiben. Ja gut, cool aussehen tun sie auf jeden Fall. Das ist... Kriege ich da einen schönen Blick rein? Halt, sind es überhaupt die? Ja doch. Musste gerade überlegen, ja, aber sind die beiden Agnaptor-Klingen. Also cool aussehen tun sie auf jeden Fall, ja. Folge abgeupdatet sind. Ja gut, okay. Muss man dann noch schauen. Aber die Elemente behalten sie ja. Ja, denke ich jetzt mal. Also wie gesagt, gegen gewisse Monster ist sicherlich ganz gut. Ein Geschenk. Psychoserum, danke. Das kann man immer gebrauchen. Ja, wobei drei Stück nicht eigentlich. Aber dankeschön. Aber ein so ein... Das ist eigentlich keine schlechte Idee, mal ein Psychoserum mitzunehmen für den Anfang und dann... Okay, wenn du so viel hast... In Ordnung. Quest habe ich angenommen. Alle Sachen habe ich dabei. Kaltgetränke, ja. Und nochmal was. Wer, was, wo? Hier? Hä? Achso. Dachte gerade... Was? Kein Platz mehr für Psychoserum? Ich habe doch bloß eins mitgenommen. Wie viel gibst du mir? Hört auf, mir alle Psychoserum zu geben. Ich habe genügend. Okay. Gut. Vor allem, ja, ich habe eigentlich auch mittlerweile genügend Zeug und ich habe eigentlich auch mittlerweile genügend Punkte und Geld, um mir irgendwas kaufen zu können. Oder mir halt allgemein Sachen so kaufen zu können. Das heißt, ich bin nicht mehr so auf irgendwelche Geschenke angewiesen. Zum Beispiel habe ich jetzt auch diese Oma einmal gefunden, die mir auch Honig verkauft. Und da habe ich mich jetzt auch mal einmal gut eingedeckt. Dung erhalten. Danke. Danke, dass du mir Dung schenkst. Das wollte ich schon immer mal haben. Achso, ja, stimmt. Wo wir gerade mit Geschenken und sowas haben. Wir sind jetzt mit Weihnachten rum. Also in der Aufnahme auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt schon die zweite? Verdammt. Ja, Dungbomben, ich weiß. Könnte ich eigentlich mal machen. Müsste ich eigentlich mal machen. Zumindest, was ich gerade anmerken wollte. Es sollte jetzt, glaube ich, kurz nach Neujahr sein. Kurz vor. Wenn es die erste Folge ist, noch kurz vor Neujahr. Die zweite kommt kurz nach Neujahr. Deswegen zumindest ein schönes neues Jahr. Auf jeden Fall.
für euch, die hier jetzt mitspielen, ist zwar noch ein bisschen zu früh, aber trotzdem, sobald ihr dann die Folge seht, werdet ihr es verstehen. Ja, ich habe auch schon genügend Dungbomben. Ist die Quest überhaupt instabil? Ah, sieht man da nicht mal. Ah doch, sieht man. Ist bloß ein bisschen schwierig. Dieses Untermenü ist ein bisschen... muss man sagen. Also da hätte man eigentlich auch diese Questbeschreibung einfach reinmachen können. Gut, sie wäre zwar ein bisschen größer gewesen, aber trotzdem sähe es einfach schöner aus. Ist bloß diese... Ja, das Geschreibe hier. Na, keine Ahnung. Viele Sachen sind hier auf jeden Fall ein bisschen nicht komplett ausgereift, sage ich jetzt mal. Also man hätte einiges ein bisschen schöner machen können. Da bin ich auch mal auf jeden Fall gespannt auf das nächste Monster Hunter dann, also auf 4 Ultimate, was sie da verändert haben. Ich habe mich ja bisher, ich sag mal, nur nicht gespoilert, was da alles so ist. Wer klingelt da die ganze Zeit? Klingeling, klingeling. Oh, bereit alle. Schön. Nee, hä? Hört mal auf die ganze Zeit. Okay, jetzt. Ja. Sonst lasse ich noch irgendjemand zurück. Und das wollen wir ja nicht. Das wäre blöd. Wetzt die Axt. Ich bin gespannt, was der Drosturamboros jetzt so alles Neues kann. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er so viel neu kann. Aber ich habe noch keine Ahnung von dem Monster. Kommt er in die Wüste? Wahrscheinlich. Er kann Schlamm? Oh, nee. Kaltgetränk, Panzerhaut, Dämonenmittel und dann geht's los. Also kann er... Ach, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was er so alles kann. Falls ich denn ankomme... Na komm. Dass diese Wüsten auch so riesig sein müssen. Okay. Hallo, Rostorombos. Wird er noch größer, oder? Ja, gut, okay. Sah bloß so klein aus der Entfernung. Cool aussehen tut er ja schon mal irgendwie. Also halt rostmäßig, ne? Seinen Namen hat er sich irgendwie so verdient. Oh Gott. Ich will... Na gut, okay, wegen es bloß vom Schweif getroffen. Sein Schweif sieht anders aus, das ist interessant. Also es ist nicht einfach bloß eine komplette Neufärbung vom Monster, sondern sie haben es auch ein bisschen verändert vom Aussehen. Zum Beispiel vom Schweif jetzt. Okay. Das war schon ziemlich knapp, muss ich sagen. Toll. Bin ich auch bis zum Ende gerannt. Okay. Und schon geht's weiter. Mit meiner Wasserwaffe sollte ich ja jetzt deutlich mehr Schaden machen. A, da sie allgemein schon vom Grundschaden her ziemlich viel Wasser macht. Und B, weil sie jetzt nochmal ein bisschen mehr Schaden macht. Okay, die Ballerina kann ja immer... Und ich wurde voll getroffen. Sein Schweif ist, glaube ich... Wow! Der hat sich gerade ein bisschen rumgeglitscht. Der glitscht sich allgemein. Nee, ich glaube, das laggt nicht. Ich glaube, der glitscht einfach. Wieso sollte er laggen? Wenn er laggen würde, dann laggt es ja an der Konsole. Klar, wenn wir gegenseitig rumlaggen, dann liegt es an irgendeiner Internetverbindung. Aber das war auf jeden Fall ein Geglitsche von ihm. Und es sah sehr merkwürdig aus. Okay. Das Monster ist vielleicht nicht 100% ausgereift. Das lassen wir mal so stehen. Ja, vielleicht machst du das ja nochmal. Allgemein hat er auch irgendwie... Ja, da hast du es, der als Erste. Das ist was. Was ist das schlechtes Internet? Ich glaube nicht. Okay. Das Gebiet betretet. Ja. Das habe ich gerade nicht kommen sehen. Ich war gerade... Hallo? Okay, hier. Vielleicht sollte ich nicht ins Chatmenü so gucken, während ich hier... Oh Gott! Ja, das ist... Das Problem ist... das Problem ist an diesem Pfeiler da, an diesem großen Steinblock. Da hat er ein bisschen Probleme. Da hat er sich auch gerade beim Fliegen vorbeigeglitscht. Also das ist nicht ganz perfekt, was er hier in der Wüste macht. Versuchen wir mal in die untere Wüste zu lotsen, dann sollte das vielleicht nicht mehr passieren. Wie ist er durch die Falle ge... Ja, muss knapp dran vorbeigekommen sein. Okay. Jetzt sollte er nicht mehr dran vorbeikommen. Wunderbar. Wer zündet? Okay. Damit wäre die Frage geklärt. Und wir können weiter drauf. Sehr schön, der bleibt auch ziemlich lange in der Falle. Finde ich gut.
Kann ich mir jetzt schöne weiße Schärfe holen, okay. Ah, nein, 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 nein. Das fangen wir nicht gleich nochmal an. Okay, ich muss mir kurz heilen. Vor dem Monster habe ich doch schon ein bisschen mehr Panik irgendwie. Also allgemein habe ich jetzt ein bisschen mehr Panik vor den Duramboros, also im G-Rank jetzt. Okay. Nichts Schlimmes. Und er geht in die andere Wüste, gut. Haben wir eventuell keine Glitches mehr, sondern einen ganz normalen Kampf. Weil es schon echt merkwürdig aussieht. Also, da bin ich immer wieder froh, dass ich halt die ganze Sache hier aufnehme. Dann sieht man halt auch sowas Merkwürdiges. Nein! Oh! Genau, wenn ich angegriffen habe. Natürlich. Hätte ich auch nicht noch ein paar Sekunden warten können. Ach so, ah ja. Das heißt tatsächlich, da wurde das erste Gebiet... Ja gut, hast du ja vorhin so geschrieben. Okay, nur was heißt es? Ich meine, zum Gebiet zu hosten ist jetzt nichts... Nichts Interessantes, sag ich mal. Da passiert ja nichts. Wie gesagt, wie das Monster... Au! Das tat weh. Voll vom Schweif getroffen. Aber wie das Monster funktioniert, hat ja nichts mit dem... Auch nichts mit dem Internet eigentlich vom Spieler zu tun. Natürlich gut, wenn man gerade sein Internet verliert. Ach toll. Ich dachte, ich wäre durchgekommen. Dann kann es natürlich sein, dass das Monster irgendwie rumspackt, aber ja bloß bei einem dann selber. Aber wir haben ja das ja alle gesehen, dass das Monster sehr komisch gehandelt hat. Humpelt er schon oder sah es bloß so aus? Ja, weil das Monster lädt. Ja gut, aber die Monster tun sich ja eigentlich auch so frei bewegen. Das heißt, selbst wenn niemand im Gebiet ist, ist das Monster ja theoretisch geladen. Zumindest, wenn man es gefarbbald hat, sieht man ja, dass es rumläuft. Von dem her klar, natürlich werden da sicherlich noch andere Sachen geladen, wie jetzt zum Beispiel das Aussehen vielleicht nochmal komplett und die KI oder was weiß ich. Aber Monster gehen ja auch separat schlafen. Das heißt, das Gebiet wird bei der Quest geladen. Ansonsten hätten wir ja auch viel größere Ladezeiten beim Betreten eines Gebietes und dafür deutlich weniger Ladezeiten, wenn man eine Quest startet. Denke ich jetzt zumindest, aber wie sie es genau gelöst haben, weiß ich natürlich nicht. Ich denke mal, dass es so passen wird. Oh, ihr seid da alle drin. Ich gehe da mal jetzt nicht rein. Könnt ihr umkippen lassen? Ah, nee. Der scheint auch deutlich schwerer zu sein beim G-Rank Duramboros. Oder wir bekommen es einfach nicht hin, keine Ahnung, eins von beiden wird es schon sein. Zumindest klappt es nicht mehr so gut wie früher, habe ich das Gefühl. Also gerade Highrank und sowas. Huch, oha. Mich überraschen irgendwie die Blitzbomben immer genauso sehr wie das Monster. Dann werde ich dann wenigstens nicht davon betäubt. Okay, was jetzt? Oh Gott, das ist nicht gut, aber da fällt er hin. Wenn ich das richtig beobachtet habe. Genau. Sehr schön. Von dem her bringt es doch relativ viel, das dort zu benutzen. So, naja. Nicht so viel, weil er direkt wieder aufsteht. Das heißt, ihn umkippen zu lassen, tatsächlich ist deutlich sinnvoller als ihn mit der Blitzbombe umkippen zu lassen, weil er da einfach weniger lange liegen bleibt. Wo rennt er hin? Ach, da hin. Ah, schläft. Hat jemand Fassbomben? Oder einfach drauf. Ah, ihr habt noch Fassbomben, finde ich gut. Dann Feuer frei. Aber seine Hörner sind nicht kaputt. Finde ich interessant. Irgendwas muss er dabei gehabt haben. Wurfmesser, gab's die? Oder, ja, hast du ja gecheatet. Wie, das ist eine Giftwurfmesse, das ich ja, nicht in meiner Objektbox habe. Okay, ja, das ist ja auch gut. Allgemein gibt es, glaube ich, weniger Wurfmesser so zu finden. Oder ich habe sie bisher noch nicht... Ja gut, man kann sie ja aus den Kisten holen. Irgendwie gibt es ja schon Wurfmesser. Das heißt, er hätte ja auch... Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit Bob beobachtet. Das heißt, man... Er hätte ja zurückgehen können und sich dort Wurfmesser holen. Ich weiß es ja nicht, was es so alles hier gibt. Vorräte sind ja, glaube ich, geliefert worden. Okay, komm.
Er steht gerade noch drauf. Ja, okay, sehr schön. Versuchen wir jetzt mal die Hörner zu brechen. Okay, nee, immer noch nicht. Oh, die Hörner sind stabil. Vorhin haben wir sie doch bekommen. Okay, da sind sie weg, sehr schön. Jetzt nochmal die Combo drauf. 999 Messer, okay. Die sollten reichen. Ja, toll. Nö, wo, da, okay. Ich glaube, ich wurde nicht direkt getroffen, aber das hat nicht ganz so viel Schaden gemacht wie vorhin. Glücklicherweise, sag ich mal, aber na gut. Nein. Okay. Glück gehabt. Da ist man tatsächlich unter ihm sehr sicher, wenn er bloß mit dem Schweif angreift. Da nicht. Da greift er nämlich meinen kompletten Körper an. Schon ein bisschen schwierig. Und zurück in die Wüste. Gut. Wir prügeln hier einfach von einem Ort zum anderen. Vollkommen in Ordnung. Ja gut, wobei die Frage ist, wie viel von den Messern könnte man mitnehmen? Eigentlich wäre es mir auch lieber mit Dings, also ohne gecheatete Sachen mitzunehmen, aber was wenn man besser ohne Hacken bekommt? Das sind Vorratsobjekte, du bekommst sie nicht aus der Quest raus. Das ist das Problem. Das heißt, die Quest müsste dir schon anbieten. Ja, weil Glitch nicht schlimmer ist als ein Hack. Du hast das Prinzip nicht ganz verstanden, Bob. Es geht darum, nach den Regeln des Spiels zu spielen. Ist der Entwickler schuld? Ja gut, dass er das Spiel nicht hackfrei gemacht hat oder nicht hacksicher, ist auch die Schuld vom Entwickler. Es ist trotzdem nicht gewollt. Okay. Ja, toll. Wo ist die? Da ist die Falle. Okay. Stell mich mal gleich dahinter. Ja genau, die haben ja gar keine Zeit für Monster Hunter Tri Ultimate. Gut, ich meine, ich glaube, sobald Monster Hunter Tri Ultimate raus war, haben sie es ja komplett liegen lassen, weil da sofort dann ja Monster Hunter 4 rauskam. Monster Hunter 3 Ultimate wurde ja sicherlich auch nicht so lange gearbeitet, weil es ja... Es hat die Grafiken hat es zwar höher bekommen und ein paar neue Monster, aber an sich war ja Monster Hunter Tri schon draußen. Deswegen am Monster Hunter 4 Ultimate zu arbeiten, wenn Monster Hunter 4 schon raus war, war sicherlich jetzt auch das Problem. Gehe ich zumindest davon aus, weil es einfach bis an sich ein Remake ist mit ein bisschen besserer Grafik und ein bisschen mehr Monstern. Das heißt, ein komplett neues Spiel macht mir ja das selten. Da reinzukommen, diesen Anfang, den muss ich wieder hinbekommen. Das klappt gerade nicht ganz so gut. Gut, ich meine, jetzt haben wir, glaube ich, nicht mehr allzu viele Duramboros vor uns. Aber trotzdem wäre das ganz schön, das wieder richtig hinzubekommen. Bekomme ich das? Sehr schön. Monster Hunter Freedom Unite ist viel geiler als... Jetzt inwiefern Monster Hunter Freedom Unite hat er auch ziemlich gute Sachen, sage ich jetzt mal, neu dazu bekommen zu Monster Hunter. Können wir gerne machen, wenn du noch was hast. Bin ich eigentlich immer dafür, sowas Monster zu fangen. Zumindest Monster Hunter Unite hatte schon einige gute Änderungen, denke ich. Es hat ja auch das Begleitersystem damals erst eingeführt. Sollte nicht... Oh Gott, hi. Ich dachte nicht, dass er so schnell... Okay, sehr schön. Die Monster sind ja Remakes. Welche Monster meinst du jetzt? Meinst du in 4 Ultimate? Weil das habe ich schon gesehen, dass ja, die Monster größtenteils aus... Quatsch, Ultimate Unite. Ja, ja. Sie gehen wieder in den Stil über und haben auch gerade Kutku und sowas ist ja wieder dabei. Falls wir jetzt gerade vom selben sprechen. Aber ich denke schon, ja, aber das... Ja, sprechen wir gut.
dann ist in Ordnung. Und ja, ich habe es auch schon gemerkt und ich hoffe einfach mal, dass sie einige neue Monster auch reinbringen, weil sonst wird es wirklich bloß Unite, bloß in einer besseren Grafik und halt mit komischen Rumklettern und Rumspringen. Aber ich bin noch sehr gespannt drauf, wie sie es gemacht haben. Und es sollen ja einige neue Monster dabei sein. Ich habe vergessen, ich habe mal ein paar Statistiken drüber gelesen, wie viele neue Monster oder wie viele Monster allgemein drin waren. Und es waren schon einige, vor allem im Vergleich jetzt zu Tri-Ultimate, waren es doch schon ziemlich viele. Weil, glaube ich, auch selbst Ultimate damals... Quatsch, jetzt komme ich mit dem... Weil beides mit U anfängt, das ist so blöd. Weil Unite damals, glaube ich, früher sogar schon fast ein paar mehr Monster hat, also jetzt große Monster, fast ein paar mehr große Monster hatte als jetzt Tri-Ultimate. Wobei man Tri-Ultimate natürlich anmerken muss, dass sie größtenteils alle Monster neu gemacht haben, zumindest in Tri, was ich natürlich auch schon sehr schön fand. Mehr Unterarten? Ja, gut, okay. Das erklärt dann vielleicht die größere Monsterzahl, gut. Also wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung von dem Spiel, deswegen kann ich mir noch nicht wirklich eine Meinung drüber machen. Aber die Meinung kommt noch früh genug, das kann ich sagen. Also, nächste Quest ist ein... Okay, ein Gobul. Den kriegen wir auch noch gerade hin.